Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Channel. Wie bist du? Das ist so ein Schatz. Ich sehe überhaupt nichts. Beschlagt an mit dieser depperten MNS Mund-Nasen-Schule. Apropos. MNS trägt man in der NMS auch MNS. Habe ich mal überlegt vor ein paar Tagen als Witz, weil es so ähnlich klingt. Ist eigentlich gut, oder? Oder dann habe ich mir noch überlegt, trägt man in der NMS Eminems, MNS? Das ist dann ein bisschen wegen einem Rapper, dem Eminem. Dann klingt es noch moderner und ein bisschen hipper halt, ne? Solche Sachen überlege ich mir ab und zu nur für mich, also gar nicht ohne Druck. Also, und dann stehe ich es aufs Internet und schaue, wie ich von Freunden ein Like dafür kriege. Das gefällt vielen, das ist lustig. Na wurscht, was ich sagen wollte. Ich habe mir da zwei Dosen Mais gekauft. Völlig identisch war eine Großpackung. Und darf man ja, ich meine, alles können sie einem nichts vorschreiben. Jedenfalls steht da drauf 150 Gramm bei beiden. So, jetzt bin ich hergegangen und habe es abgewogen. In der einen sind 189 Gramm, in der anderen 184. So, dazu muss man wissen, solche Dosen, wie man es beim Discounter kriegt, die werden industriell gefertigt. Also die müssen vom Prinzip her gleich viel wiegen. Warum ist dann in beiden unterschiedlich viel drin? Ihr werdet es euch verraten. Wegen einem Inhalt. Der Inhalt ist nicht gleich viel. Und das finde ich, das ist die Frechheit, die Chuzpe. Das ist der Beschiss am Kunden. Ich meine, es ist nicht viel, aber es läppert sich im Laufe der Zeit. Und wer bezahlt es am Schluss dann? Du, ich, der kleine Mann von der Straße, wir alle. Ja, also das wollte ich nur sagen. Passt auf beim Einkaufen. Lasst euch nicht für blöd verkaufen. Alles Liebe.